So, hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch wirklich herzlich zu einem neuen Let's, also zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2 begrüßen. Es ist jetzt schon wirklich sehr, sehr lange her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe. Also es ist wirklich schon sehr lange her. Und ich spiele es auch wieder mit einem Controller. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Ich hoffe, ich bring's irgendwie zusammen. Es ist jetzt natürlich sehr blöd, dass ich habe absolut keine Ahnung mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Aber ich glaube, dass wir irgendeinen Typen getötet haben. Ich meine, das ist jetzt gut zu sagen, aber das war irgendein ein Boss unter Anführungszeichen. Auch wenn ja manche nicht wirklich Boss, wenn man es nicht wirklich Boss nennen kann, aber es war halt ein Gegner. Ja, ich habe mir gerade vorher ein Let's Play von Gronkh angesehen. Und zwar war das Infected. Und das Infected ist wirklich ein cooles Let's Play von Gronkh. Muss ich schon zugeben. Also mir gefällt's. Es ist wirklich witzig. Durch die Facecam ist es natürlich noch viel geiler, weil man seinen Blick sieht. Und da Infected ja so, ja. Was ich an Folgen schon gesehen habe, ist es sehr, sehr, ja, an Loki nicht zu überbieten und richtig geil, seine Blicke und alles, ja. Ich find's richtig cool, ich kann es nur jedem empfehlen. Bisschen Werbung schadet ja nicht. Auch wenn er nicht wirklich Werbung brauchte, weil er selber genug Werbung macht, aber egal. Ja, das zweite habe ich mir auch noch eins angesehen von ihm, und zwar war das. Ja, man sieht einen in der Luft einfach nur so. Ja. Es sieht einfach, also. Das zweite war Dragon's Prophet, glaube ich, war das. Das war in der Hinsicht geil, weil er einfach. Ich habe mir nur die erste Folge gesehen, wo er einen Charakter erstellt. Das war schon ziemlich geil. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, wir haben hier jetzt gleich ein Symbol. Da schauen wir mal. Das sind ja meine Lieblingsrätsel. Ja. Okay, ich würde mal sagen, so. Es wird ganz sicher was. Also, ich gehe da mal ganz davon aus, dass das was wird. Ja. Ich würde ja sagen so, aber das passt hier überhaupt nicht. So schon eher. Ja. Okay. So, wo kommt das denn hin? So, ja. Okay. Ja, das Äußere passt nicht. Ja, es fängt ja wieder schon richtig geil an. Also, da sich das selber dreht, kann ich mir das eigentlich sparen. Ja, jetzt ist ja das Äußere wieder mit. Na klar. Ach. Das Äußere. Wie gehört das Äußere? So. Okay, und das Innere gehört dann 1, 2, 3, 4, 5. So in die Richtung, ja. Ich versuche das mal mit der Logik. Das dreht sich von alleine. So, das wäre jetzt das Äußere. Na? Okay, das heißt, wir drehen das Äußere mal. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach mal so. Spaßeshalber. Das gehört ja so. Das passt ja dann im Prinzip auch. Und das gehört so. Und das ist jetzt natürlich schon fix. Ja. Scheiße. Also, scheiße, sagt man nicht, aber. Ja, das gehört im Prinzip so. Und das ganz Äußere kann ich aber nicht drehen, wenn ich das Innere mitdrehe. Dann drehe ich das Innere leider mit. So, das ist einzeln, okay. Das ist jetzt ganz innen.
Ich drehe es mal einfach nach innen nach außen, geht leider nicht. Ja, es passt eigentlich alles, ne? Ah ja, da drehe ich zwei, okay. Da kann ich ja im Prinzip das Äußere so hindrehen. Ne, so. Keine Ahnung. Ab und zu bewegt sich da das Ganze irgendwie komischerweise. Okay, ich hasse die Rätsel, habe ich das schon mal. Okay. Der Tod aller Tyrannen wird das Volk befreien. Okay, dann einmal weiter. Josef Stalin, Rasputin, Kleopatra, Thomas de... Kann ich nicht aussprechen? Maria, die Erste von England. Francisco Duvalier und Francisco Pizarro und... John Wilkins Booth oder Booth. Keine Ahnung, das muss man dann selber entscheiden. Passcode gefunden. 23414. Juhu, wir haben eine neue Datei. Das gefällt mir. Das war eigentlich sogar mein... Das war eigentlich auch sogar jetzt mein Dings, also mein Ziel. Weil wir haben... Also ich habe... Ja, ich habe hier rausgefunden, dass ich hier nachschauen kann, welches, was mir noch fehlt. Ja, ich werde es jetzt aber nicht suchen. Vielleicht mal offscreen. Haltet ihn! Dora! Ja, mal offscreen suchen gehen und dann einfach mit aufnehmen die ganzen Rätsel. So, ich habe vorher sogar ne, das Geile war ja vorher, ich habe ja natürlich wieder so probiert aufzunehmen, damit ich weiß, also so eine Voraufnahme, damit ich weiß, wie laut das Ganze sein darf. Und deswegen, deswegen habe ich blöderweise vergessen, eigentlich zu reden. Ja, ich war so drauf konzentriert. Ich war so drauf konzentriert. Ja. So, okay. Nein, wir laufen gleich dahin. Na egal. Ich war so drauf konzentriert, so, zum dritten Mal. Ja, dass ich mit dem Controller zurechtfinde und mit allen anderen, dass ich einfach vergessen habe zu reden. Ja, dass ich einfach vergessen habe zu... Ja, ich bin weg. Fast. Jedenfalls. Habe ich vergessen einfach zu reden und dann war es eigentlich so zum Reden eigentlich ziemlich unnötig. Aber ich habe dann eh nochmal ein bisschen kurz reingequasselt, ein paar Gegner bekämpft und... Ja. So, ich versuche einfach mal, ich dachte mir, ich mache ein bisschen eine Challenge und versuche das Ganze hier einfach... das Ganze einfach nur mit Hände, ja... Es wird sicher ein bisschen lustig. Nee, also anhauen brauchen wir jetzt nicht wirklich was. Ja, ist auch leicht. Mache ich auch im privaten Leben, also. Beachtet mich gar nicht. Hey, eine Feder. Ja, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schon mal gesagt habe, aber das auf sicher. Ich werde die Federn auf keinen Fall. So, tot. Ich finde es ja lustig, dass die ganzen Leute hier nicht schwimmen können. Das ist ein Nachteil für sie, nicht für mich, aber trotzdem. Okay, weiß jemand, ob ich da rüberkomme? Sonst, ja, ich probier's mal. Also, da unten ist eh Wasser. Ja, so sicher nicht. Okay, ich nehme den Vordereingang. Wieso nicht? Nur so ein richtiger Dieb geht am hell.
beachtet mich gar nicht. Man ihn aufhalten. Nein, nein, nö, 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 auf keinen Fall. Nö, nö. Dass das kein Sperrgebiet ist, wundert mich ein bisschen. Ja, haben sich eh schon viele bemerkt. Wir versuchen hier diesen Templerposten hier zu in Beschlag zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber es ist irgendein Templerzeug. Ja, es ist auch so ein geheimer Raum, wo man, also grundsätzlich geht es hier nur um Schatzsuche. Ja, kurz was trinken. Okay. Schiffbruch. Das Trockendock des Arsenale infiltrieren und den darin versteckten Templerschatz finden. Ja. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay. Man muss ja nicht übertreiben mit der Vorsicht. Es ist jetzt natürlich blöd, dass ich gesagt habe, ich mache es jetzt nur mit Klingen. Also ohne Klingen, sondern. Ah, das ist das. Ja, das kann mich schon wieder da ein bisschen dran erinnern. Okay. Ja. Da muss ich hin. Okay. Ich sagte, ich mach's nur mit Dings, aber das ist natürlich eine Klinge, da kann ich jetzt nicht viel machen. Ja. Da drüben ist einer. Man kann hier auch gar nirgends anders hin als hier hoch. Eigentlich. Und auch nur hier entlang. Hier kann man ins Wasser springen, okay. Hilft mir nur dezent wenig. Ja, hier bringt es mir natürlich jetzt nicht so viel. Lachu, was glaubst du, wo du hinrennst? Eccolo, Tempo, pack dich hoch! Sein oder Axt? Ja, sorry, ich bin jetzt mit der Steuerung nicht so bewandert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ja, packen wir mal das Schwert aus. Oh, so geht's natürlich auch. So, einmal ein schöner Konter. Und natürlich gleich ein Wassereintauch, damit das absolut keiner mitbekommt. Ich glaube, es verzeiht mir jeder, wenn ich jetzt. Ich jetzt hier nicht mehr hochkomme. Nein, ich meine natürlich. Ah ja, okay, man kann natürlich. Hey. Und was genau? Das sieht nach einem geheimen Raum aus. Naja, zumindest sieht es aus. Ja. So. Wirklich wahr. Ah, geheimer Bereich entdeckt. Auch noch nie gesehen. Gut zu wissen. Gut, dass ich runtergeflogen bin. Da kommt jetzt sicher ein Hai oder irgend sowas. Ich meine. Ja, verdammt komisch, wenn hier ein Hai wäre, aber. Okay, hier kann man nicht reintauchen. Das ist natürlich sehr schade. Okay, dann schleichen wir uns weiter. Ich will jetzt nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen, als wir schon erregt haben, sage ich jetzt mal. Ja. Keine Ahnung.
wird schon irgendwie da hingehen. Also man wäre auf keinen Fall ohne, also vorbeigekommen, ohne die Wachen zu töten. Man hätte es vielleicht ein bisschen diskreter machen können, ja, nicht gleich so. Ja, seitlich springen kann ich eh, also das braucht er mir eigentlich nicht erklären. Wow, ich wusste gar nicht, dass man so schlagen kann. Ja, aber man muss ja irgendwie da reinkommen. Also ganz ehrlich. Da muss man da auch irgendwie reinkommen. Sorry, wenn ich jetzt nochmal runtergehe, aber eigentlich sollte man da ja auch reinkommen. Oder was sagt ihr? Ich glaube schon, oder? Okay, von hier natürlich nicht. Okay, das muss irgendwie anders möglich sein. Naja, ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ja, das ist jetzt ein bisschen bitter. Moment, ich habe ja vorher gerade einen Anruf bekommen, da kann ich ja kurz nachsehen, wie lange das jetzt schon her ist. Ja, 20 Minuten. Pff, ja, bisschen geht schon noch. Mache ich halt die erste Folge nach der Aufnahmepause wieder. Schon wieder nach der Aufnahmepause. Trifft, glaube ich, besser. Kann ja ruhig ein bisschen länger sein. So. Nicht, beachtet mich nicht. Ja. Boah. Also, ich will ja jetzt der KI jetzt nichts anmaßen oder sagen, sie ist dumm oder so. Die Richtung, ja, aber. Also, wenn ich den nicht sehe, wenn er hier ist, ja, dann weiß ich auch nicht. So, ich probiere jetzt mal was. Oh, man kann den. Wieso kann man ihn nichts werfen? Was ist denn das? Na, nehmen wir das, den kleinen Dollar. Auf ihn, tut ihr denn hier? Ja. Zu ihm doch, verdammtes Erhängen. Loslassen! Ja, ich bin ein bisschen gemein und habe ihn einfach abgestochen. Ich glaube, wir bleiben einfach mal bei dem kleinen Dolch hier. Der gefällt mir ganz gut. Ich mag auch die Moves von dem Dolch, mag ich auch sehr. Von dem her bleiben wir mal bei dem kleinen Dolch hier. Okay. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwie möglich sein muss, da reinzukommen. Ganz ehrlich, also das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, vielleicht von der anderen Seite natürlich. Und was mache ich jetzt hier? Ich muss euch leider sagen, dass ich absolut keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich mache. Aber es wird schon seine Berechtigung haben. Ich werde ungefähr nach 40 Minuten finde ich dann schon. Irgendwann finde ich dann immer einen Weg. Was ist? Wer ist denn da? Wo bist du? Ah, da vorne. Okay, wo ich sowieso hin muss. Aua. Dann tötet mich doch. Wenigstens behalte ich meine Ehre, anders als der Sohn eines Schweinehirten hier vor mir. Du hast keine Ehre. Also, der hat eine richtig fette Rüstung und er hätte besser auf seine Leute achten sollen. Bei einem Einbruch in die Schatzkammer hört der Spaß auf. Wir brauchten ihn für die Flotte. Jetzt muss ich einen anderen Schiffsbauer finden. Das schaffst du schon. Melde Eindringlinge das nächste Mal der Wache, statt dich selbst darum zu kümmern. Esel. Okay, mal den Riesenkoloss hier töten. Der sieht mich ja. Donato? Cazzo! Assassino! Yeah.
Oh, Glück gehabt. Ah, wo ist er? Ah, da. Die sind ja sowieso immer die geilsten. Ach so, ich weiß schon, wieso man nichts werfen da kann. Ah ja, das ist also... Nein, der ist auch schnell, der. Ah. Ja, man kann nichts werfen, weil man die ja sonst ganz schnell erledigt. So schnell hat das... Also so gut habe ich das noch nie hinbekommen. ja. Die bekommen natürlich jetzt nichts mit. Ja, das ist natürlich... ein Vorteil. Also bei diesem Game... Ah, ein bisschen... Also es ist ein bisschen... Ich finde es ein bisschen schade. Das bringt mir gar nichts. Ja, die Tür öffnen, das ist mir schon klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass man... Na? Ich würde da schon gerne durch. Oder ich... Ja, durch nicht, aber ich würde da gerne in diesen Raum rein. Naja, ich finde es schon ein bisschen schade, dass man... dass es jetzt nicht so sehr auf Stealth ist, ja, also auf Schleichen und so. Weil so Schleichenspiele, die gefallen mir richtig gut. Ich habe jetzt Thief, ja, für die PlayStation. Und ich mag das Spiel eigentlich richtig geil. Also ich mag das gerne, richtig gerne. Das ist genau nach meinem Geschmack eigentlich. Also viel Schleichen. Man kann jetzt nicht so wie in Assassin's Creed jeden Gegner einfach so wegpusten, ja. Ah, das gefällt mir ganz gut. Ach, mach doch die Tür einfach auf. Ist ja nicht zu fassen. Okay. Hoppla. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Wäre nett, wenn mir das jemand sagen könnte. Wenn ich zu leise bin, dann spreche ich einfach lauter, weil ich kann das Mikrofon einfach nicht mehr lauter stellen. Das geht einfach nicht mehr. Ja. Wie würde man dann dem Typ, glaube ich, nachlaufen, wenn ich mich nicht irre? Ja, genau diesen Fehler hätte ich dann auch gemacht und dann wäre er eh entkommen. Aber interessant, das Schiff eigentlich ziemlich riesig, meiner Meinung nach. So. Einmal noch hier rüber. Dann. Ja, und dann. Hier entlang. Hier rüber. Hier runter. Irgendwo Gegner? Oh, das ist ja langweilig. Moment! Das muss ich dann natürlich schon ausnutzen. Moment, so. Ja, so gefällt mir das. Öffnen und das war's. Oh, da war sogar ein Geheimgang. Ah, verflucht. Sorry. Kommt da noch was oder? So. Ja, wir wären im Tempel versteckt. Da drüben ist der Wachposten. Es interessiert absolut keinen, dass wir hier drinnen sind. Ja, also wieso auch, ne? Also. Einfach mal alles mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier alles bekommt.
Außer jetzt das Gold, das hier in diesen Kisten drin ist. Ja, keine Ahnung. Ich schätze mal nur Gold, weil das ist jetzt nicht so was Besonderes, meiner Meinung nach. Mal sehen. Ja, mal klar. Also nur Gold, sonst eigentlich gar nichts. Na klar, ne? Jetzt geht einfach da die Tür auf. Durch die Geheimtüren kommen. Erinnerung synchronisiert. Templerschatz gefunden oder so in der Richtung. Oder Templerversteck geplündert. So, ich sag mal, das war eine schöne erste Folge. Da würde ich gleich, das würde ich gleich mal so lassen, so stehen lassen. Kann man eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen, also eine schöne erste Folge, gleich mal so ein Versteck ausgeraubt, gar nicht so schlimm gewesen, zweimal, dreimal entdeckt worden, ja, gefällt mir ganz gut. Ich sage mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, tschüss!